Auf einem früheren kommunalen Brachland von 14 Hektar betreiben mittlerweile 20 Roma-Familien biologischen Landbau auf dem Feld und in Gewächshäusern. Gemeinsam mit Angehörigen der Biolandwirtschaft aus der Region betreiben sie eine Agrargenossenschaft, gegründet von 4 Roma und 4 Biobäuerinnen und Bauern. Sie beliefern städtische, zumeist junge Familien wöchentlich mit ihren sogenannten Green Baskets, die frisches saisonales Obst, Gemüse, Getreide und Kräuter enthalten. In Zukunft sollen auch verarbeitete Produkte wie Mehl, Mus, Säfte, Marmelade und Ähnliches das Angebot ergänzen. Gesunde und lokal produzierte Ernährung direkt vom Hof sichert sowohl einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe als auch lokalen Produzenten die Existenz.